Animoclub, genau. Mein Name Axel Othersen, zusammen mit David Endres sind wir hier das Medienteam und wir sind heute hier am 4. September am Unimog-Museum, im Unimog-Museum, nämlich 75 Jahre Unimog und ich habe eine Sonnenbrille auf, das hat auch seinen Grund, weil die Sonne scheint. Wir haben Kaiserwetter, heute Morgen um 6 ging das ganze Jahr schon für mich los mit Aufstehen, 6:30 ging es dann nach Wörth. Es gab ja einen großen Korso mit 75 Unimog, knapp 75 Unimog, die von Wörth hierher gefahren sind zum Unimog-Museum und man sieht auch die Kulisse und die Besucherzahl. Viele Menschen wollen sich das angucken und sich einen Überblick darüber machen, wie viele Unimog-Baureihen gab es in den letzten 75 Jahren, was ist da alles passiert. Ja, und da werden wir jetzt mal ein paar Einblicke und Eindrücke sammeln. Also hier beginnt der Unimog-Korso bzw. die Startnummer 0 mit dem ältesten Unimog, den wir hier haben. Und es geht sozusagen jetzt in die Richtung mit weiteren Unimog-Baureihen-Typen und wir gucken uns die jetzt mal genauer an. So, ich bin nicht weit gekommen. Nummer 5 habe ich hier vor meiner Nase. Ein Unimog 25, Baureihe 2010, seines Zeichens ein Abschleppwagen, ein schönes Modell. Und ja, was sehe ich hier? Baujahr 1952. Also schon, jetzt muss ich ganz kurz rechnen, 69 Jahre alt. So, es geht weiter mit der Startnummer 11 und hier sieht man sehr eindrucksvoll, dass es nicht darum geht, immer einen hochglanzpolierten Unimog zu haben, sondern Patina heißt das Stichwort und das kann auch ruhig mal ein bisschen Rost dabei sein. Jetzt haben wir hier einen Frosch, ein Froschauge von 1955, Startnummer 11, ein wunderbares Teil und hinten drauf ein Klaus-Bagger. Ich stehe hier jetzt zwischen zwei Klassikern aus der Unimog-Welt. Einmal dem Unimog 404 in der Militärversion und einmal den Unimog 404 in der Feuerwehrversion. Besonderheit bei diesem Unimog zum Beispiel ist eine Doppelkabine, sehr selten beim Unimog 404. Ja, und das hier ist das klassische Feuerwehrauto. Zwei wunderschöne Unimog und auch mit dabei beim Korso. Eine weitere sehr bekannte Unimog-Baureihe, das sind die in Fachkreisen genannten 406er, also Unimog 406. Hier haben wir jetzt ein paar Cabriolets, dort einmal mit Hardtop, dort einmal mit Softtop, hier mit Anbauplatte. Also auch hier wieder das Universal-Motorgerät, die Unimog 406 hatten ja auch schon Sechszylinder-Motor. Die waren eigentlich schon recht fortschrittlich und auch diese waren beim Korso mit dabei. Wir sind jetzt übrigens bei Nummer 26, das heißt 50 andere Unimog kommen noch, beziehungsweise andere Modelle oder Baureihen. Und das hier sind die 406er. Ich muss mich jetzt mal outen. Ich bin da ganz ehrlich. Also das ist ja mein Lieblingsschätzchen, ne? Also Unimog 417, da bin ich so ein heimlicher Fan von. Das ist mein inoffizieller Lieblings-Unimog. Darf man ja ruhig so sagen. Jeder darf ja sein Lieblings-Unimog haben. Also die dicken Dinger brauche ich gar nicht. So ein 417, das ist schon was Feines. Ja, und was haben wir hier neben? Den U407. Auch ein schönes Teil. Ein bisschen kleiner, aber der 417, der ist schon cool. Also in die Kategorie Familien-Unimog würde ich dieses Modell einordnen, der Unimog 421 hier Cabriolet-Version. Der steht auch zu Hause bei mir in der Garage, meine Kinder finden ihn wundervoll, das ist meine Frau liebt ihn, Cabrio halt. Und wie gesagt, klein, putzig, aber trotzdem leistungsstark, der Unimog 421 Cabrio.
Diese Unimog-Baureihen haben teilweise ja die Unimog-Gesellschaft so ein bisschen gespalten, weil viele gesagt haben, was soll das hier mit dieser abgeflachten Motorhaube? Aber er ist durchaus sinnvoll, dieser Unimog, denn der Arbeitsbereich ist wunderbar einsehbar und diese Unimog haben auch ihre Daseinsberechtigung. Lastentiere, Arbeitstiere, auch hier sieht man wieder Frontkraftheber, Frontanbauplatte, ja, tolle Teile. So, hier sind zwei imposante Arbeitstiere. Unimog 1600. Ja, wenn ich mir schon die Bereifung hier anschaue, 1, 2, 3, 4, ach, breit ohne Ende. Und dann die Hydraulikanschlüsse. Hier sind 8, hier sind auch 8. Und das heißt, diese Fahrzeuge mussten auch einiges oder müssen auch einiges tun. Sie sind eben halt auch Arbeitstiere, der Unimog 1600. Schönes Teil, riesengroß und schön trotzdem. So, ich bin jetzt auf der Schattenseite. Das bedeutet, ich muss keine Brille mehr tragen, aber natürlich nicht auf der Schattenseite der Unimog. Nein, hier sind jetzt mal die großen, die dicken Dinger. Ja? Die schwere Baureihe zu bewundern. Zum Beispiel hier ein U405 aus dem Jahr 2000. Und was haben wir hier? Ein U300 aus dem Jahre 2005. Also schon die modernere Unimog-Technik, aber eindrucksvoll nach wie vor. Ich sehe ja schon ein bisschen klein aus, wenn ich jetzt hier zwischen diesen riesengroßen Unimog stehen. Aber ich will noch mal ganz kurz auf ihn hier zu sprechen kommen, weil das ist ein Trend im Moment. Die großen Unimog werden zunehmend auch genutzt als Wohnmobil für Weltenbummler. Und ja, wenn ich mir die Höhe angucke, imposant. Aber Spaß macht's auf jeden Fall damit.